Ja, Lunde, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Umsatzsteigerung und Neukundengewinnung, Business Development, B2B in der IT-Branche, spezialisiert auf einige wenige Themen. Und ich möchte mal dieses Video dazu nutzen, hier ein kleines Feedback zurückzugeben und einen ganz, ganz großen Fehler, den vielleicht einige Digitalagenturen, Systemhäuser, IT-Dienstleister, Softwarehersteller, IT-Berater da draußen, vielleicht sogar Coaches, auf jeden Fall nicht tun sollten. Insbesondere, wenn diese, sagen wir mal, Nearshoring, Offshoring betreiben, beziehungsweise vielleicht auch von Exterieur, also quasi keine deutschen Anbieter sind primär, ja. Und das ganze Video wird sich berufen, dass ich letzte Woche eine Anfrage hatte über das Internet für eine Zusammenarbeit mit einem osteuropäischen Anbieter, der doch eine recht groß, also ziemlich groß ist, ja, und einfach jetzt in den deutschen Markt auch gerne mit rein möchte und auch in den US-Markt mit dort Fuß fassen möchte, dort jeweils schon ein offenes Office und eine Firma, Tochterfirma gegründet hatte und mich eben angefragt habe, ob ich ihnen dabei helfen könnte, ja, dort eben sein Business weiter aufzubauen und so weiter. Also es ist eigentlich relativ Standard. Ich habe ihn dann auch eine halbe Stunde kostenlos beraten, so wie ich es auch anbiete, ja, in meinem Vertriebsprozess für mich selber. Und was mich ganz zu Anfang an gestört hat, ist, dass seine Strategie darauf beruhte, dass er sagte, wir wollen hier O-Ton über Dumpingpreise. So günstig, wir wollen der günstigste sein in Deutschland, der diese Dienstleistungen anbietet. Und da ging es um Programmierung, also eine typische Digitalagentur. Und das ist natürlich, ich habe ihm davor abgeraten und das ist, ich möchte hier mal ein Video draus machen, weil das ist schon ziemlich, ziemlich wichtig, dass das viele Leute verstehen. Das ist dieses sogenannte Cyber Monday-Syndrom, wo sagen wir mal, uns permanent um die Ohren fliegt. Ja? Also Discount, Discount, Discount. Man sieht es auch auf Udemy oder sowas, auf anderen, sagen wir mal, Business-to-Consumer-Plattformen. Ja, 99% Discount. Ne? Also was quasi ursprünglich 300 Euro gekostet hat, kriegst du jetzt für 10 Euro. Hauptsache Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ja? Am Ende kauft man sich dann 20 Kurse und hat auch wieder 200 Euro ausgegeben. Und von den 20 Kursen schaust du dir 80% gar nicht an. Das ist dieses typische Phänomen, das leider in unserer Gesellschaft uns immer, immer stärker aufgedrückt wird. Wir sehen jetzt zum Beispiel Friday, Black Friday war erst wieder, ja, Cyber Monday. Und was ursprünglich mal ein Tag war, also ein Freitag, ist jetzt eine ganze Woche. Ne? Cyber Monday, ja. Die Angebote, die ich gesehen habe für Cyber Monday, die sind, glaube ich, jetzt eine Woche später immer noch teilweise aktuell. Hauptsache verkaufen, verkaufen, verkaufen um jeden Preis, egal wie viel Discount, egal für wie lange. Ja, jede Regel wird gebrochen. Ja. Und dann heißt es, ja, noch ein Tag Cyber Monday, noch ein zweiter Tag Cyber Monday. Ja. Hauptsache Umsatz. Ja, wirklich alle Fäden werden gezogen und das, was im B2C letztendlich auch anscheinend relativ gut immer noch funktioniert, ja, dass man die Leute quasi möglichst halt zum Kauf bringt, Schrägstrich schon fast zwingt, ja, wo man einfach gar nicht mehr Nein sagen kann. Im B2B-Geschäft ist es vielleicht eine ganz andere Geschichte. Ich werde mir hier nur ein paar Punkte, wirklich nur in einem sehr kurzen Video hier ein paar Punkte aufzählen, was es zur Folge haben könnte. Also es kann zumindest erstens mal eine Negativspirale entstehen. Das heißt, du solltest nicht sagen, okay, ich mache das hier so ein bisschen wie, ich möchte jetzt hier Fuß fassen in einem neuen Markt, ja, Ich mache es jetzt vermeintlich mal so einfach wie möglich, da ich ja quasi in dem Fall ein osteuropäischer Anbieter bin, habe ich sozusagen die Möglichkeit hier mit einer relativ hohen Marge, die ich theoretisch haben könnte in Deutschland,
zu spielen und ich bin jetzt mal mit einer Minimummarge zufrieden und gehe dann mit den billigsten Preisen rein und so ergatter ich mir an Marktanteile und dann irgendwann ziehe ich die Preise an. Das ist halt etwas, wo so mein B2C-Konsumermarkt manchmal auch erfolgreich gemacht wird und so weiter. Aber im B2B ist es einfach, funktioniert es in der Regel nicht so gut und du kommst sehr schnell in eine Negativspirale. Denn wenn ich rein über den Preis verkaufe, ja, dann ist es nicht nur marktschädigend, also letztendlich schadet das den kompletten Markt, weil dann einfach meine ganzen Mitbewerber letztendlich auch irgendwann mal gezwungen werden, teilweise nur über den Preis zu verkaufen. Und irgendwann leidet die Qualität drunter. Egal, ob du Nearshoring machst, Offshoring. Ich glaube, die Länder mit der rasantesten Lohnentwicklung, also Lohn- und Lohnnebenkosten, waren, glaube ich, in den letzten 12 bis 24 Monaten während der Corona-Krise, glaube ich, Rumänien und Bulgarien oder sowas. Oder Ungarn. Ja. Das heißt, wo hier in Deutschland mehr oder weniger die Lohnkosten oder sagen wir mal die Gehälter für bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel Softwareprogrammierung, mehr oder weniger stagniert sind, eigentlich schon seit längerer Zeit. Also du verdienst jetzt letztendlich genauso viel oder genauso wenig als IT-Experte in einem ganz bestimmten Bereich wie vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren. Da hat sich nichts getan. Also da war nicht irgendwie, dass du jedes Jahr quasi, dass wir da 10% Lohnerhöhung oder sowas gesehen haben. Also ziemlich starke Stagnation. Ja. Und in anderen Ländern, weil eben da der sozusagen das Verhältnis gerade auch dabei ist, sich auszugleichen. Ne? Also dieses, wie soll ich sagen, man läuft ja immer so Märkten hinterher. Ne? Also das hat jetzt vor 5 Jahren, 6 Jahren hat das begonnen, ganz stark, auch bei großen Industrieunternehmen in Deutschland, dass sie quasi ihre Produktionen nach Ungarn und so weiter, also nach Osteuropa auslagern. Dann hat es nochmal einen Verstärker gegeben, wo man dann wegen den Lieferketten gemerkt hat, dass China Probleme macht und so weiter, dass es doch nicht so easy ist und wenn man zu sehr an China dranhängt, ist es auch scheiße. Oder auch an Ländern, die weiter weg sind, ne, wegen einfach Kommunikation, kulturelle Hintergründe, wenn man dort produziert, wegen Fracht, ja, ganz, ganz viele Themen. Das heißt, insgesamt wird mehr na wieder näher herangezogen. Das heißt, jetzt wird jetzt quasi in Nordafrika, in Türkei, in Osteuropa, in Portugal und so weiter, werden eben quasi also generell auch Softwareentwicklung, aber nicht nur und so weiter. Es sind also ganz viele Entwicklungen, da sieht man das sehr gut, dass die Länder sehr stark am Aufholen sind. Das heißt, wenn jetzt heute deine einzigste Strategie ist, es über den Preis zu verkaufen, dann kann das vielleicht 1, 2, 3 Jahre gut gehen, aber dann irgendwann wird dich das so wieder einholen. Und dann, wenn du bis dahin sozusagen in der Negativspirale bist, dass dich Leute nur buchen wegen deinem Preis. Ja, dann bist du letztendlich innerhalb von 1, 2, 3 Jahren wieder out of business. Und das ist ja nicht das, was du willst. Du willst dir ja einen Markt, sozusagen, du willst einen gewissen Marktanteil eines Marktes ja erobern und auch halten. Ja, da liegt der eigentliche Wert deines Unternehmens, ist ja in der Langfristigkeit der Zusammenarbeit und der Langfristigkeit der Wertehaltigkeit und Dauer deines Businessmodells. Das gilt auch für Investoren oder so. Ne? Also niemand investiert in dein Business. Wenn davon auszugehen ist, dass es maximal 2, 3 Jahre durchhält, ja, mit dem Modell. Das heißt, diese vermeintliche Strategie, erstmal Marktanteile zu erobern mit niedrigen Preisen und dann die Preise zu erhöhen, das funktioniert nur, wenn du quasi Monopolist wärst, rein theoretisch. Ja? Was ja nicht der Fall sein wird. Du wirst dir gegebenenfalls ein paar Kunden mehr vielleicht an Land ziehen. Wo du aber dann hinten raus letztendlich vielleicht sogar weniger verdienst, als wenn du weniger Kunden insgesamt hättest, zu angemessenen oder sogar Premiumpreisen. Ja? Also ich weiß noch, zu Phasen in meiner Agentur, als ich 5-mal so viel Kunden hatte, aber nur die Hälfte letztendlich an Gewinn übrig hatte oder noch weniger. Und aber auch 5-mal so viel Stress. Ja? 5-mal so viel Mitarbeiter und so weiter. Ne?
Das heißt, da sollte man sich wirklich überlegen, ob das wirklich die einzig wahre Strategie ist, über den Preis zu verkaufen. Viele in Deutschland sind ja auch nicht doof, ja, und wissen auch, dass what you get is what you pay for. Ich kenne viele mittelständische Unternehmen, die es schon vielfach versucht haben, die sogar nicht, also nicht mal darauf, wenn man die gleich direkt, sagen wir mal, nach Osteuropa gegangen sind, haben sich dort irgendwelche Entwicklerbuden geholt oder gesucht und haben dort Verschiedenes probiert und es hat nicht funktioniert. Weil dann einfach irgendwas entwickelt wird, ja, freie Schnauze oder was auch immer, und das vielleicht sogar in sich qualitativ sogar okay ist, aber dann in der Integration, in der Anwendung und so weiter, ne? Das heißt, da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Und in der Regel, wenn du automatisch von vornherein, weil du den Markt erobern willst, deine Margen dir selber schmälerst, ja, dann hat es negative Effekte auf die Qualität. Ja, dann, es geht nie um den Preis, sondern immer um den Wert deiner Dienstleistung. Und grundsätzlich mal vom Kopf her, also vom Mindset, immer das Prinzip, Ergebnis schlägt Preis. Es interessiert im Grunde, interessiert dein Preis niemand. Immer wenn es darum geht, so sozusagen im Endpitch und so weiter, diese Preisschlachten dann kurz vor der Unterschrift, ich höre das immer wieder, letztendlich geht es ums Ergebnis. Und wenn du zwei vollkommen vergleichbare Dienstleistungen oder Produkte vor dir sitzen hast und dann nimmst du vielleicht das günstigere. Das heißt, überleg dir lieber, wie kannst du im Ergebnis besser sein als deine Mitbewerber oder anders? Ja, es geht nicht immer nur darum, besser zu sein, es geht manchmal auch einfach darum, anders zu sein wie deine Mitbewerber. Und das ist viel, viel wertvoller verwendete Zeit und Energie, dir darüber mal Gedanken zu machen in deinem Business, in deinem IT-Business, als wie günstig kann ich jetzt meine Dienstleistungen anbieten. Das hat auch immer so ein Geschmäckle, so super günstige Dienstleistungen. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, ziehen in der Regel nicht die besten Kunden an, sondern du ziehst damit nur Kunden an, die selber auch Probleme haben mit ihrem Business. Und solche Kunden willst du ja nicht, weil häufig ist es dann so, und das ist super, ein super wichtiger Geheimtipp, häufig ist es dann so, dass du zwar da hast am Ende, also so Endresultat, hast du dann häufig niedrige Preise, verdienst weniger. Hast du durch Kunden gewonnen, die auch quasi finanzielle Probleme haben und zu dir gekommen sind, weil sie nicht viel Geld haben, um das ausgeben? Oder absolute Geizhälse, aber das ist eher nicht der Fall. Und dann hast du diese Kunden, die dann nicht manchmal oder häufig nicht mal fähig sind, diese günstigen Preise per Zahlungsfrist dir zu bezahlen. Verstehst du, was ich damit meinen will, was sagen will? Du denkst, du holst dir gute Kunden mit niedrigen Preisen, aber du holst dir mit niedrigen Preisen nicht die guten Kunden unbedingt, sondern du holst dir mit den niedrigen Preisen häufig genau die schlechten Kunden, die dann nicht mal fähig sind, diese niedrigen Preise zu bezahlen. Also du hast dir quasi doppelt ins Knie geschossen. Ja? Und anstatt dass du normale Preise verlangst, so wie der Rest der Markt oder insgesamt der Markt angemessene Preise verlangt, und dann eben die Kunden, die Unternehmen, die sich diese Preise nicht leisten können oder wollen, erstmal in sich kehren und sich mal die Frage stellen, also ich rede jetzt von deinen Kunden, von den Unternehmen, die deine Dienstleistungen als IT-Dienstleister dann buchen, dass die sich erstmal die Frage stellen, warum? Was machen wir denn falsch, dass wir uns keine durchschnittlichen oder Premiumpreise leisten können als IT-Dienstleistung, Programmierdienstleistung? Holen Sie sich dann die ganzen günstigen und es entsteht diese Negativspirale.
Im Umkehrschluss, wenn du aber dich entschließen solltest, oder wenn sich alle IT-Dienstleister halt entschließen, angemessene Preise zu verlangen, sind diese Kunden, die sich die Preise nicht leisten können, weil sie intern irgendwelche selber eigene Probleme haben und finanzielle Probleme, weil sie einfach ihr Business nicht so gut läuft aus verschiedenen Gründen, sind die dazu, viel mehr dazu gezwungen, ihr Business zu optimieren und zu verbessern und neu aufzustellen und zu modernisieren und zu verschlanken oder was auch immer, damit sie sich wieder die Marktpreise leisten können. Ja? Also, ich habe schon ganz, ganz viel Agenturen, Kunden, Produzenten oder was auch immer, ganz viele Firmen von innen gesehen. Und es sind die Firmen, die sozusagen finanzielle Probleme haben, sich keine Marktpreise leisten können, die eigentlich selber letztendlich Probleme haben, die sie versuchen zu lösen, indem sie günstig irgendwas einkaufen. Und das ist der falsche Weg. Na, das ist dann auch für diese Firmen letztendlich keine langfristige Lösung. So, ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen hier erzählen können und es macht auch Sinn. Wenn es dir Sinn gemacht hat, dann Daumen hoch und Kommentar und dann bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Happy Hunting, wenn es wieder heißt, ja, Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung für die B2B-Branche IT. Ciao, ciao.